Natürlich gibt es in jeder Organisation Führung und braucht es Führung. Sie hängt nur nicht an einzelnen Personen, und ist etwas, was auch nicht gemacht wird im engeren Wortsinn, sondern entsteht. Es leiden ja auch die Führungskräfte, die formellen Führungskräfte, wahnsinnig darunter. Die kriegen da ja alles ab, was an diesem Verständnis von Führung falsch ist, ja, irreführend ist, und können das dann am eigenen Leib ausbaden. Und es wird dann oft das gleiche Spiel losgestartet, das kennst du eh auch sehr gut. Wer ist denn daran schuld, dass das so ist? Wenn man es ein bisschen abstrahiert, ist es dann oft die Führungskultur oder der Führungsstil, der schuld ist. Und ich finde eigentlich die Frage spannend: Was, wenn gar niemand schuld ist, wenn das überhaupt die falsche Frage ist, wenn es einfach an einem irreführenden Verständnis von Führung liegt und wenn Führung, so wie sie oft verstanden wird, auf falschen Annahmen, und unvollkommenen Bildern von Organisation basiert. Ich hätte noch eine weitere Hypothese, ist es fast, warum dieses Thema auch in Diskussionen in diesen und vergleichbaren Kreisen so schwierig und dann auch oft nicht präzise und nicht sehr fruchtbringend ist, weil es, glaube ich, tabuisiert ist fast das falsche Wort, aber man drückt sich ein bisschen vor diesem Thema, weil man ein sehr klares Bewusstsein darüber entwickelt hat, dass das, was man typischerweise unter Führung versteht, wohl nicht richtig sein kann. Aber es gelingt oft nicht, im positiven Sinn zu beschreiben, was denn Führung oder Führungen sonst ist, wenn es das nicht ist. Ja. Und ich hätte auch die Vermutung, dass das ein bisschen aus so einem Impuls kommt: Naja, da gibt es etwas, was wir ablehnen, und jetzt schieben wir das mal weg, da sind wir schon ganz gut darin, aber wieder hinzugreifen und zu sagen, das meinen wir eigentlich, wenn wir über Führung sprechen. Und das ist etwas, was auch sinnvoll und wirksam und hilfreich ist. Es ist nur was ganz anderes, als gemeinhin unter dem Begriff verstanden wird. Der Schritt, glaube ich, ist ein ganz, ganz schwerer, gerade weil man sozusagen so eine berechtigte kritische Distanz zu dem hat, was typischerweise unter Führung verstanden wird. Das nächste Meetup, mein Intro und dann auch die Sessions dazu sind die eine Gelegenheit, wirklich in eine positive Auseinandersetzung mit dem Begriff Leadership zu gehen, einen positiven Weg zu finden, das anders zu verstehen und auch anders zu gestalten, als das gemeinhin gemacht wird. Perfekt. Also für den Teaser habe ich alles, was ich brauche. Okay.